wie diese Zusammenhangserlebnisse zustande kommen und was dafür verantwortlich ist. Gibt es da vielleicht einen Mechanismus in mir? Ja, dann zeigt sich, dann brauche ich wieder Zusammenhangserlebnisse, um diesem Problem näher zu kommen. Zusammenhangserlebnisse, die ich reproduzieren kann und die ich deshalb auch Erkenntnisse nennen kann. Ich brauche wieder Erkenntnisse. Aber dann könnte ich ja auch wieder von dem nicht wissen, wie sie zustande gekommen sind. Auch da kommen wir so in einen endlichen Regress hinein. Wir können es letztlich nicht klären. Und weil das so ist, könnte man meine, jedenfalls ich sah für mich die Gefahr, wenn ich mir also eine Lebensregel aufstellen wollte, erstrebe Zusammenhangserlebnisse, dann könnte es sein, dass sich bei dem Versuch, diese Zusammenhangserlebnisse zu reproduzieren, herausstellt, das war eine Täuschung. Die gab es gar nicht. Und dann haben wir ein Isolationserlebnis, so nenne ich das gern, weil der Zusammenhang eben isoliert ist. Ist gar nicht da. Und dann geht unsere Gefühlslage entsprechend wieder herunter, so wie sie mit dem Zusammenhangserlebnis nach oben ging. Das würde aber bedeuten, eine Lebensregel aufzustellen, erstrebe Zusammenhangserlebnisse, würde heißen, ja, erstrebe Isolationserlebnisse. Denn du weißt ja nicht, wodurch sie zustande kommen und wo du die Sicherheit hernehmen kannst, dass die Zusammenhangserlebnisse, die du irgendwie gewonnen hast, tatsächlich stabil bleiben. Und das war für mich eine große Verunsicherung, diese Überlegung. Und damit meinte ich, die Stelle gefunden zu haben, wo der Religionsbegriff ansetzen müsste. Und habe dann wie folgt definiert. Religion ist der Weg, auf dem ich in der Lage bin, die handlungslähmende Wirkung der prinzipiell unvermeidbaren Verunsicherung zu überwinden. Denn von dieser Überlegung ging eine, ja, so etwas wie eine Handlungslähmung aus, weil mir klar wurde, du kannst machen, was du willst, du wirst die Sicherheit nie finden, dass du dich auf Zusammenhangserlebnisse wirklich verlassen kannst. Das heißt, dass Erkenntnisse, von denen du meinst, dass sie bestehen, auch tatsächlich stabil bleiben. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Religion ist der Weg, auf dem ich in der Lage bin, die handlungslähmende Wirkung der prinzipiell unvermeidbaren Verunsicherung zu überwinden. Mir war klar, Verunsicherung kann ich nicht vermeiden, sie werden immer wieder auftreten. Naja, Sie wissen das alle, ein geliebter Mensch und Liebe ist sicherlich die höchste Form von Zusammenhangserlebnissen, die wir überhaupt haben können. Ein geliebter Mensch verlässt uns. Ja, oder er stirbt, verlässt uns für immer. Das sind niederschmetternde Verunsicherungen, mit denen wir aber umgehen müssen, wenn wir am aktiven Leben weiter uns beteiligen wollen. Und deswegen stellte sich mir die Situation so dar, dass an dieser Stelle genau der Religionsbegriff ansetzen müsste. Und ich bin eigentlich bis heute der Meinung, dass es so ist. Ich habe zu dieser Zeit gerade auch in den 68er Jahren eine Menge Leute kennengelernt, die sich von vornherein von allem, was Religion heißt, abgelöst haben und die für mein Dafürhalten sich davon entfernt haben, überhaupt eine Möglichkeit zu finden, dieses Sinnproblem, was wir alle mit uns herumtragen, jemals in den Griff zu bekommen. Denn wenn es offenbar Religion ist, aus der heraus ich versuchen kann, das Sinnproblem zu lösen und ich mich von diesem Begriff ablöse, ja, dann amputiere ich mich selber und da habe ich vielleicht nicht lange genug nachgedacht darüber. Gut, ich will niemand deswegen schelten, wenn er sich einen areliösen Menschen bezeichnet. Für mich wäre das allerdings die Entfernung der Würde des Menschen. Für mich ist die Würde des Menschen wesentlich gerade durch seine Sinnstiftungsfähigkeit gegeben. Die Würde des Menschen bestimmt sich aus seiner Sinnstiftungsfähigkeit.
Und die Sinnstiftungsfähigkeit kann ich ja dann offenbar nur auf einem solchen Weg gewinnen. Wie ich den gewinnen kann, ist natürlich die große Frage. Ja? Darf ich mal fragen, wie kann man den Weg finden, wenn man etwas prinzipiell Unvermeidbares doch vor sich sieht? Ja, es ist gar nicht so schwer. Denn Sie werden ja auch schon Isolationserlebnisse gehabt haben, richtig? Dass Sie sich getäuscht gesehen haben von Menschen, gerade die Zusammenhangserlebnisse im mitmenschlichen Bereich sind ja sicher auch die wichtigsten. Wir haben also sicherlich sehr verschiedene Typen von Zusammenhangserlebnissen. Also im künstlerischen Bereich haben wir sie und eigentlich in allen Lebensbereichen kommen sie vor. Und das vielleicht nur nebenbei. Ich nenne gern die Fähigkeit, Zusammenhangserlebnisse reproduzieren, Rationalität. Das heißt, wir haben wissenschaftliche Rationalität und ich würde deswegen auch gern von mitmenschlicher Rationalität sprechen, wenn wir in uns die Fähigkeit weiterentwickeln, Zusammenhangserlebnisse mit unseren Mitmenschen reproduzierbar zu machen. Eine mitmenschliche Rationalität, ja? Oder eine künstlerische Rationalität. Vielleicht gibt es ja auch eine fußballerische Rationalität. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte vielleicht sein. Ja, also Zusammenhang, also so wie das der Beckenbauer gemacht hat, dass er vorher schon die Zusammenhänge gesehen hat und sie dann auch genutzt hat, weil er sie intuitiv gespürt hat. Ja, da habe ich jedenfalls damals als Junge mich sehr drüber gewundert. Nicht? Der hatte vielleicht eine fußballerische Rationalität eingesetzt. Gut, das nur nebenbei. Ja? Wir können allerdings feststellen, dass wir immer wieder Zusammenhangserlebnisse haben. Jeden Morgen, wenn wir die Augen aufmachen, sind die Zusammenhänge alle wieder da. Nicht? Ich kann es nur empfehlen, sich immer wieder darüber zu freuen. Es ist ja unglaublich, was unser Gehirn da leistet. Denn wenn wir nur in die Welt schauen, und das ist alles so da, wie wir es verlassen haben, als wir die Augen zugemacht hatten, zum Schlafen. Ja. Das heißt, wir haben eine Fülle von Zusammenhangserlebnissen jeden Tag, immerzu haben wir sie. Und wir können also ganz sicher sein, ich bin mir jedenfalls ganz sicher, dass das zusammenhangsstiftende Vermögen, was in mir offenbar wirksam ist, mich nicht verlässt. Und das ist doch ein guter Anfang für einen solchen Weg. Für mich jedenfalls. Ja, diese Sicherheit bildet sich einfach. Diese Sicherheit, muss ich sagen, die ist einfach da. Das ist eine ganz tiefe Sicherheit, sodass ich immer wieder neue Wege finden kann, die mir auf durchaus geheimnisvolle Weise durch meine Zusammenhangserlebnisse mir wieder zugespielt werden. Immer wieder habe ich welche. Ja. Und dieses Bewusstsein in sich auszubilden, ist sicherlich auch eine Selbsterziehungsaufgabe oder überhaupt eine Erziehungsaufgabe. Dass wir schon früh anfangen, den Willen der kleinen Kinder ernst zu nehmen. So wie das, ich das so kenne, etwa aus Schleswig-Holstein, Willen, Kinder mit dem Willen kriegen auf die Brillen. Nicht? Nicht? Und dann wundert man sich, dass man da lauter Menschen herangezogen hat, die dann, weiß ich, wie das Herdenvieh irgendeinem nachlaufen, der da die verrücktesten Versprechungen macht. Nicht? Also ich denke, das Ausbilden des Willens, das, auch wenn das bei den Kindern manchmal sehr, sehr komische Formen annehmen mag, ich glaube, es ist so wichtig, weil daran die Fähigkeit hängt, auch der selbstständigen Orientierung. Und vor allen Dingen auch dieses Vertrauen, dass sich in uns immer wieder neue Zusammenhänge auftun, die wir nutzen können, um Probleme zu lösen. Meinetwegen in der Physik, die ich ja vorhin ansprach, wo wir ein riesen Orientierungsproblem haben. Wenn es gelingen sollte, ich habe jetzt gerade in meiner letzten Vorlesung